Zunächst einmal ein Danke für den Besuch heute. Die Situation hat sich in Niederösterreich wieder halbwegs normalisiert. Aber wir hatten auch das Glück, dass wir vielleicht nicht so schwer betroffen waren, wie es derzeit in Deutschland oder Belgien war, wo wir auch im Einsatz waren. Vielleicht eines dazu, wir hatten in den letzten Wochen ungefähr 12.000 freiwillige Feuerwehrleute allein in Niederösterreich im Einsatz. Das heißt, innerhalb von Minuten eigentlich in Einsatz gegangen und wirklich super funktioniert. Wir haben es auch geschafft, innerhalb von fast 22 Stunden von Anforderungen vom Ministerium in Belgien vor Ort zu helfen. Auch das ist uns gut gelungen. Ich glaube, das ist einzigartig, das macht uns auch in Österreich niemand anderer nach, glaube ich, und das war uns auch wichtig. Vielleicht an Sie ein Dankeschön einmal, dass Sie mit dem gemeinsamen mit Stefan Bärenkopf auch den MPO-Fonds ja geschafft haben, wo wir ja doch die ersten drei Quartale für die freiwilligen Feuerwehren doch ein wenig unsere Verluste mildern konnten. Wir haben ja generell gar keine Feuerwehrfeste durchführen dürfen in der Pandemiezeit. Wir haben uns auch strikt daran gehalten, um auch zu funktionieren und dass uns kein Feuerwehr so ganz ausgefallen ist. Das war uns wichtig und dadurch ist dann dieser MPO-Fonds gekommen, der uns da sehr viel geholfen hat. Vielleicht ganz kurz für ganz Österreich. Haben wir vom MPO-Fonds für die ersten drei Quartale, die heute fällig waren, im Jahre 2020, in etwa 21 Millionen Euro bekommen. Das sind in etwa 4,6% vom dotierten Topf eigentlich, der für das ist, neben religiösen Vereinen oder Sportvereinen oder anderen Vereinen. Das ist auch ein Anliegen von uns. Sie sind ja auch die Bundesministerin für das Ehrenamt. Was vielleicht für uns wichtig ist, dass wir auch bei dem Ehrenamt vielleicht so gesehen werden als Blaulichtorganisation, weil es ist ein Unterschied, ob ein Sportverein, die alle wichtig sind, nicht funktioniert, aber nur bei mir nicht funktionieren, sterben Leute und sterben, geht es um Leben. Und das ist, glaube ich, eine gesetzliche, verpflichtende Einrichtung, die mit Freiwilligen einzigartig in Europa hier, so wie es wir in Österreich machen, betrieben wird. Und wenn man vergleicht zum Beispiel, wir haben alleine im vorigen Wochenende hatten wir in etwa 5.500 Feuerwehrleute nur in diese Regionen am Städten bis Krems im Einsatz, im Gegensatz zu 30 Mann des österreichischen Bundesheeres. Aber der Vorteil bei uns ist, wir sind alle freiwillig und kosten keine 100 oder 200-prozentigen Überstunden. Und das ist allein schon das, was, glaube ich, dem Staat der Österreich sehr, sehr viel bringt und wo wir auch sehr viel an, sage ich jetzt einmal, Wertvermögen schöpfen können. Ich glaube, das ist einzigartig und da würden wir uns ja auch bitten, uns da weiterhin zu unterstützen. Aber was unsere Anliegen generell sind, vielleicht an die Bundesregierung, ist auch so, dass man vielleicht schauen könnte, wir haben jetzt da seit fast 10 Jahren unsere Cut-Mittel, die über den Cut-Fonds kommen, sind nicht valorisiert. Das heißt, vielleicht könnte man da mehr Anpassungen haben. Alles wird teurer, die Fahrzeuge sind in dieser Zeit um 20% teurer geworden. Und das sind halt zwei so Anliegen. Das eine wäre eventuell für ganz Österreich eine Rückvergütung, keine Befreiung, Rückvergütung der Mehrwertsteuer für gesetzlich vorgeschriebene Fahrzeuge. Das heißt, wenn der Gesetzgeber sagt, ihr braucht das Einsatzfahrzeug, dass wir nicht 5 Jahre Feuerwehrfest machen müssen, wir die Mehrwertsteuer zahlen können. Also das wäre für uns wesentlich, weil vielleicht können wir da was weiterbringen und den Cut-Mitteln vielleicht, dass wir von 95 auf 110 Millionen österreichweit kommen. Nur im Vergleich, Belgien hat zum Beispiel ein bisschen mehr Einwohner als Österreich und haben dort 13.500 Feuerwehrleute. Wir haben 340.000 Feuerwehrleute in Österreich und das ist eine Schlagkraft, glaube ich, die unbezahlbar ist, weil wir kosten nur den Treibstoff und die Verpflegung und alles andere stellen wir kostenlos mit der Arbeitskraft, über Wochen sogar, weil es wird immer vorgeworfen, wir können nicht Wochen funktionieren, wir funktionieren am schnellsten und wir können auch auf einen längeren Zeitraum und das ist unsere Stärke und danke, dass Sie da heute uns besuchen und das auch natürlich, ich weiß, immer wertschätzen, weil wenn wir Sie nicht gehabt hätten, wäre das mit dem MPO-Fonds nicht durchgegangen und dafür danken wir und wir hoffen, dass wir das jetzige erste halbe Jahr auch wieder so machen dürfen. Von uns der Kamerad Adametz ist aber in einem Ministerium, im Finanzministerium, der das betreut und doch auch ein Dankeschön dafür. Vielen Dank und ich hoffe, wir können weiterhin so eine gute Zusammenarbeit pflegen, wie wir es bisher gemacht haben. Dankeschön.